So, einen haben wir noch, Michael. Genau. Thema Wasser. Genau, seit geraumer Zeit haben wir auch einen Wasserfilter, den wir mit anbieten. Den wir, eine Saugkartusche, die wir an den Wassertank anbringen kann. Dafür braucht man einen zusätzlichen Adapter. Das ist einmal, den man, tauschen muss. Und dann ist man in der Lage, diesen Kunststoffkranz anzubringen im Wassertank und dann die Saugkartusche anzuschließen. Da gibt es eine Anleitung, die ich auch mal, die kannst du ja mal vorführen. Wie wir das ja, das wäre interessant, dass man das mal praktisch sieht. Also schauen, mit bisschen Krepppapier dieses bisschen Fett wegmachen, dann löst man diesen unteren Adapter. So, da ist eine Kugel und eine Feder drin. Also nicht verlieren. Das brauchen wir alles. Auch den O-Ring benötigen wir. Von dem Original. So. Hier ist ein O-Ring drin. Den muss man mit abmachen. Der sitzt jetzt relativ gut fest, aber zum Zeigen brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt. Das heißt, ich nehme diesen Adapter, mache diesen O-Ring hier rein, mache das quasi hier durch, nehme jetzt den kleinen O-Ring, den fädel ich hier drüber. Nehme die Feder, die Kugel. Und schließe das gerade wieder an. Bringe das auf Spannung. Kann das mit der Hand anziehen, brauche ich nicht unbedingt ein Werkzeug. Kann man auch mal kurz ausprobieren, ob es hier dicht ist, dass hier kein Wasser rauskommt an der Stelle. Dass es hier ab und zu tropft, das wäre ein bisschen auch normal, denn es schließt eine Kugel auf Metall. Das heißt, da geht immer ein bisschen Tröpfchen vorbei. Also das ist nicht viel, aber ein, zwei, drei Tropfen. Genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich den richtig rum drauf stecke. Also das ist die Unterseite, das ist die Oberseite und den bringe ich einfach einmal so klickmäßig an, man hört es auch, dann sitzt der fest, der bleibt auch dran, den brauche ich dann nicht mehr und kann dann diese Filterkartusche erstmal, erstmal auf einen Durchschnitt A, B oder C einstellen, also gibt es ein paar Raster. Dazu muss ich natürlich diese Teststreifen verwenden, um zu verstehen, in welcher Farbe sich das Wasser färbt und dementsprechend auf welchen Härtegrad ich benötige. Okay, also hier haben wir dann auch die Rasterung. Sieht man, hier unten das A bleibt immer gleich. Das zeigt dann praktisch die Stellung an. Hier bin ich auf A, hier auf B und hier auf C. Genau. Das ist praktisch, je nach Wasserhärte stellt man das dann ein. Genau. Und bevor man den Filter einsetzt, sollte man den ja wässern. Auf jeden Fall, genau. In dem Filterpaket findest du auch nochmal die Anleitung dazu. Da steht genau drin, wie lange du ihn einweichen solltest und wie du quasi nochmal den Härtegrad definierst. Und dann ist es ganz einfach, die Kartusche, wenn sie nass ist, also wenn sie gut durchnässt ist, quasi hier rein, gerade hier drauf drücken, das mache ich einmalig, also einmal fest, macht auch wieder Klack, dann befülle ich den Wassertank und dann setze ich den ein in die Maschine. Okay. Ich achte aber darauf, dass er wirklich nass ist oder durchnässt ist der Filter und höre auch, warte erstmal, ob wirklich die Maschine Wasser fördert, also gerade mal die Brühebene hoch, um zu sehen, dass Wasser durchgeht. Nicht, dass die Situation ist, dass da kein Wasser durchlaufen würde oder die Pumpe sich schwer tut. Also das sollte man darauf achten. Okay, den Filter, ja genau, es gibt ja zwei Kriterien vom Wechsel vom Filter. Genau, also wir empfehlen, das halt monatlich dann zu tauschen. Das hat auch was mit der Hygiene zu tun, also dass, wenn mal da Luft dran kommt, dass sich halt eben keine Keime bilden etc. Genau. Und ja. Ja. Und für wie viel Liter ist er maximal ausgelegt? Muss ich in der Anleitung schauen, aber ich glaube, steht drin, ich glaube für 80 Liter, aber da müsste ich nochmal schauen. Okay. Weil im Prinzip ist es ja die Wasserdurchlaufmenge, die das begrenzt, beziehungsweise dann die Zeitdauer wegen einer möglichen Verkeimung. Also es hängt Härtegrad, also umso härter das Wasser ist, umso geringer Wasser. Ja, genau. Und, aber die genaue Range muss ich selbst nochmal nachschauen, bin ich mir nicht sicher. Okay, das können wir dann im Video unten reinschreiben, in den Text. Also das ist ein Brita-Wasserfilter und wir haben uns entschieden für Brita, dass wir da eine Kooperation eingehen, weil wir sagen, das sind Profis für Wasser und gerade mit Filtration ist ein Thema, wo wir dann sagen, okay, da verlassen wir uns auf die Profis und die da. Okay. Alles klar, also dann ist es schon mal super interessant.
Und ja, mich freut es einfach, wenn jetzt jemand in Urlaub geht und dann den Wassertank ausleert und den Filter drin lässt und der Filter so einen Monat lang drin ist, ohne Wasser ist der kaputt. Würde ich definitiv empfehlen zu tauschen. Ja, also das ist ja ähnlich wie bei den Wasserfilter, sag ich mal, in dem Krug. Da würde ich ihn jetzt ja auch, wenn ich jetzt 2 Wochen, ja, 14 Tage weg bin, würde ich ja auch die Kartusche mir überlegen, ob ich sie tausche, wenn sie gerade mit Luft in Berührung gekommen ist. Ja, weil dann kann das ja auch verklumpen und dann nicht mehr durchlässig sein. Genau. Okay. Gut. That's it. Also, grazie mille. Ciao.